Red Bull war einfach mit drei Piloten am Start. Norris furchtloser Start, Zielsieg und das vermutlich in Daniel Ricciardos letzten Formel 1 Rennen. Ich blicke mit euch auf das Rennen von Singapur. Macht also gern das Herz rot und abonniert gern kostenlos den Channel. Am Start und anders als im vergangenen Rennen konnte Lando Norris sich tatsächlich durchsetzen. Er hat den Start barbarös gemeistert, konnte sich auch dann schnell absetzen vorne. Weiter hinten sorgte allerdings ein gewisser Colapinto für ziemlich viel Ärger, denn während eines Dive-Bomb-Manövers, in dem er gleich vier Piloten dive-bombte, und das Traurige dabei an der ganz äußeren Kante dieser Viererreihe war ebenfalls sein Teamkollege und der fand das gar nicht so süß und war da wirklich außer sich. Auch Carlos Sainz sagte, das war ein sehr dummes Manöver von Colapinto. Natürlich muss er sowas noch lernen und er kann ja auch nicht wissen, er war ja genau an der ganzen Innenseite und dass da wirklich vier Piloten neben ihm fahren und das weiß er nicht, das kann er, das kann kein Profi, aber auch natürlich muss man sowas mit der Erfahrung, dann merkt man das. Also ich gebe ihm da jetzt nicht zu 100% die Schuld, weil es hätte jedem passieren können. Dann, hier sehen wir dann schon, gerade jetzt in der Anfangsphase, die ersten drei, vier Rennen, konnte Max eigentlich die Pace gut aufrecht halten. Nur irgendwann ist ihm dann so ein bisschen der Anschluss nicht mehr gelungen. Er musste dann abreißen lassen. Aber auch nach hinten hin, ich meine, man schickt Lewis auf dem roten Reifen raus. Das war für mich schon mal so ein What the fuck? Aber dass der dann gar nicht vom Fleck wegkommt, das war für mich eine Riesensensation und zeigte halt auch, wie schlecht der Mercedes auf dieser Strecke oder auf diesen Reifen war. Ich verstehe wirklich nicht, warum man ihn auf dem Soft rausgeschickt hat. Ich habe das auch oft in den, ja, habe mich da auch echt oft drüber gewundert. Natürlich schwitzte man auf dem frühen Safety Car, aber das kam nicht und dann wirkte die Strategie natürlich ziemlich dämlich. Apropos Safety Car, ich meine, wir haben seit 8 Rennen keinen Safety Car Einsatz und der erste Singapur Grand Prix in der Geschichte der Formel 1. Seit 2008 gab es jedes Jahr einen Safety Car oder mindestens eine gelbe Flagge. Nichts davon. Keine einzige gelbe Flagge. Und ja, für einen Schreckmoment sollte aber dann trotzdem noch der ein oder andere Fahrer sorgen. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Apropos Schreckmoment, denn Perez, ja, war wie gewohnt, ist zwar beim Start ziemlich gut weggekommen, war dann auch direkt 11. Platz, aber auch Franco Colapinto kam mir nicht so schnell drauf klar, ist zwar ein bisschen länger hinterhergefahren, konnte ihn dann, glaube ich, taktisch überholen. In Runde 17 war es dann schon mal so ein bisschen traurig. Ja, denn Albon musste das Auto abstellen, er hatte ein paar Probleme und ja, das Rennen an sich schien wirklich schon nicht auf einem guten Stern zu stehen. Gerade von ihm vom Start an weg war es jetzt nicht optimal und dann begannen auch schon ab der 28. Runde die ersten Reifenwechsel. Natürlich war Lewis der Erste, aber war ja auch klar, ich meine, der rote Reifen ging einfach nicht mehr so lange. Er hat dann auch teilweise echt viele Sekunden auf die Vorderleute verloren und ja, dann holte man auch noch George Russell rein, ziemlich früh natürlich, wenn man denkt, das Rennen hat 62 Runden, dass man George Russell das so früh reinholt in Runde 28, war halt schon klar, dass das eher nach hinten hin ziemlich eng werden könnte und das wurde es auch ohne Spoiler-Alarm, auch kurz darauf in der 30. Runde dann mal Perez, nein, das war dann Max und eine Runde später kam dann auch schlussendlich Lando Norris rein, der auch tatsächlich auf dieser Outlap, also der eine Runde über 3 Sekunden auf Max verloren hat. Also das war dann wirklich schon Zeit und für einen kurzen Schreckmoment sorgte ebenfalls Lando Norris, denn gerade in seinem ersten Stint ist er wirklich, ich weiß nicht, wie man das saven kann, aber Lando Norris ist es tatsächlich gelungen, diesen Move hier zu saven, Leute. Wir gucken uns das Ganze einmal an und da sehen wir das. Normalerweise kragst du da gerade so rein. Nicht mal der Weltmeister konnte das fassen, wie viel Glück Lando da hatte. Und das muss man ihm echt zugute sagen. Der rutscht dann, normalerweise fährst du gerade rein, aber der hat das irgendwie abgefangen. Und das war dann wirklich ein kurzer Moment der Konzentrationslosigkeit, würde ich sagen. Wir springen dann in Runde Nummer 36. Ein sehr interessantes Bild, denn ja, Charles Leclerc hatte eine ähnliche Strategie wie Oscar Piastri. Beide wollten etwas länger draußen bleiben als die anderen. Und ab Runde 36 wurde das dann halt auch zum Problem von George Russell. Denn natürlich kannst du in Singapur überholen, aber halt absolut nicht wie auf einer anderen Highspeed-Strecke, wie in Baku zum Beispiel. Und so holte man auch, nachdem George Russell an Leclerc vorbeigegangen ist, holte man den auch rein in der 37. Runde. Und der kam dann halt wirklich knapp
aber wirklich ganz knapp vor, Nico Hülkenberg raus, der auch ein sensationelles Rennen gefahren ist, muss man sagen. Hier sehen wir das Ganze dann. Oscar Piastri war dann auch in Runde 39 an der Box. Und man muss halt sagen, der ist dann easy vorbeigerusht. Lucien Reifmann zu diesem Zeitpunkt 16 Runden alt, 18 Runden alt, irgend sowas. Und das ist dann natürlich ein Riesenunterschied. Der hatte nagelneue Hartreifen drauf, ist dann an Lewis vorbeigegangen. Schlussendlich dann etwas später an der gleichen Stelle, auch hier auf dem Bild, an George Russell vorbeigegangen. Und dann war es ja schon geschehen. Auch hier gab es wieder einen kurzen Schreckmoment, denn in Runde 48 ist Lando Norris nochmal verdammt nah an diese Mauer dran gekommen. Und an die erinnern wir uns ganz gut, denn genau an dieser Stelle im vergangenen Jahr schmiss ein gewisser George Russell seinen dritten Platz weg. Und das kostete dann wirklich auch wertvolle Punkte. Hätte schlimmer ausgehen können, war glücklicherweise nur ein Kiss, wie George Russell auch so schön sagte. Und dann gab es aber ein bisschen mehr als einen Kiss, nämlich in Runde 51 ließ die Konzentration von Kevin Magnussen nach. Der holte sich in Sektor 1 einen Puncher und das wirklich Fatale dran war. Es gab nicht mal hier gelbe Flagge, Safety Car, braucht man alles nichts. Ich meine, Safety Car sowieso nicht, aber nicht mal eine gelbe Flagge, weil er eh immer von der Ideallinie weggefahren ist. Aber ja, der Klatscher war schon ordentlich. Für ihn das Dumme, dass er genau in Sektor 1 war und er dann wirklich auch die dreiviertelteilige Runde noch zu Ende fahren musste, bevor er dann an die Box fahren durfte. Und ja, Sergio Perez, Runde 56, das ging wirklich Runde über Runde. Der ist nicht an diesen Nico Hülkenberg vorbeigekommen. Das war wie eine Wand. Also die deutsche Wand, der sagt auch, das ist so hart gegen Nico Hülkenberg zu fahren. Denn der Hase ist natürlich verdammt schnell auf der Geraden. In den Kurven bremst er zwar ein, aber auf den Geraden kommt er ihm halt nicht nach. Und das ist dann das wirklich das riesige Thema von solchen Rennen wie halt eben Singapur. Apropos, denn wir haben auch hier diesen Fight in Runde 59, weil Leclerc auch ähnlich wie Piastri schnell durchrushen konnte, also Lewis war kein Thema. Dann Runde um Runde kam er immer an Russell näher dran, der zu diesem Zeitpunkt auf P4 lag. Muss man sagen, gute Leistung, natürlich auch der frischere Reifen, aber er kam einfach nicht vorbei an George Russell. Er hat es versucht. Nur die Endpace des Ferraris war schlussendlich einfach zu langsam. Einen gewissen Daniel Ricciardo schickte man dann knapp vor Schluss nochmal zu seiner vermutlich letzten Mission in der Formel 1. Denn der eine Punkt, die Fastest Lap, lag zu diesem Zeitpunkt zwar kurz bei Kevin Magnussen, weil ja der durch den Puncher nochmal rein musste, der aber wiederum bekam die Runde gestrichen. Das war natürlich eher Dünnschiss, aber man muss sagen, Daniel Ricciardo hat es wirklich bravourös gelöst. Eine Runde vor Schluss haute da einen neuen Streckenrekord raus. Schlug auch die Zeit von Lewis Hamilton im vergangenen Jahr. Und wiederum ist er tatsächlich der Hero, obwohl er eigentlich ja nur das gemacht hat, was ihm befohlen wurde. Man stiehlt also mit dem dritten Piloten im Red Bull Team, weil anders kann man es nicht nennen. Das kam bestimmt ein Anruf von Christian Horner, keine Ahnung was, zu den Racing Bull, schickt mal Daniel irgendwie, der ist eh am letzten Platz, der kann eh nichts mehr reißen, holt den mal rein für die schnellste Rennrunde. Und warum ist dieser eine Punkt so verdammt wichtig? Denn jetzt kann tatsächlich Max Verstappen in jedem noch üblichen Rennen Sprint je Zweiter werden, sprich natürlich Lando Erster, er Zweiter und sogar noch immer die schnellste Rennrunde holen, und er könnte es nicht mehr schaffen. Aus eigener Kraft quasi kann er es jetzt nicht mehr so, ja, selbst einfahren. Das ist natürlich eine blöde Nachricht für alle McLaren-Fans, aber natürlich finde ich es ein bisschen asozial. Natürlich, wenn man den Luxus hat, dass man 4 Piloten hat anstatt 2, dass man das macht, ist cool für die Racing Bull oder für Red Bull, aber ich finde es halt für den restlichen Sport eher mau, dass man mit solchen Mitteln arbeitet. Ich weiß nicht genau, ob ich es cool finden soll. Ich meine, ich freue mich für Daniel, dass er noch einmal so ein bisschen im Fokus war, weil er war halt wirklich den Tränen nah, auch im Interview am Schluss, das sehen wir uns dann auch nochmal an. Hier sehen wir das Ganze, da war ich den Tränen nah, man sieht auch, die Augen werden immer glasiger und das ist bestimmt nicht nur Speis unter den Augen. Mir tut auch wirklich verdammt leid und ich würde mich echt freuen, wenn man bei Red Bull oder bei den Racing Bulls vielleicht sich noch einmal die paar Rennen für ihn entscheiden würde. Ich meine, vermutlich wird er dann eh keinen Platz mehr in der Formel 1 finden, aber mir persönlich tut es halt echt leid, weil Daniel war halt
echt ein toller Pilot. Man muss sagen, damals in Red Bull, als er noch Sepp eigentlich in der Tasche gehabt hat, wie sie noch Teamkollegen waren, das war echt cool damals. Aber auch wie er dann bei McLaren noch einmal diesen einen Sieg holen konnte. Ich freue mich für ihn auf jeden Fall, dass er da wenigstens noch die Chance bei den Racing Bulls bei Visa Casher bekommen hat. Aber vermutlich war es das jetzt auch, weil alles steht auf Anzeichen von Abschied. Auch Max hat schon im Interview gesagt, in der spanischen Zeitung, dass es vermutlich, ja, dass es sich über seinen Abschied, ob es das traurig ist, aber auch viele andere, auch der aktuelle Marco, wenn man da zwischen den Zeilen liest, weiß man das. Cool finde ich auch nur von den Fans, da war auch ich dabei, ich hoffe auch ihr, er wurde zum Driver of the Day gewotet und das zu Recht. Denn nach der schnellsten Rennrunde muss man sagen, ist er nicht nur der Driver of the Day, sondern auch der Wingman of the Day und hat einen besseren Job wie Perez geleistet. Vielleicht kann man ja die irgendwie tauschen, aber für das ist seine Leistung dann vermutlich ein bisschen zu schwach. Hier sehen wir auch nochmal, denn das war ein sehr anstrengendes Rennen. Wir haben hier Cola Pinto, die aus dem Auto rauskraxelt, auch noch eine kleine Verabschiedung hier von Daniel Ricciardo an seinem Auto, aber auch der geht jetzt nicht gerade irgendwie hüpft aus dem Auto raus. Das war eine sehr große Anstrengung. Man hat es bei Lando gesehen, feuerroter Kopf, er war war schwindelig. Viele Piloten mit Kreislaufproblemen, unter anderem auch beide Mercedes-Piloten, die Pressekonferenz lieber ausließen und sich mal aufs Ohr gehauen haben, weil es einfach zu anstrengend ist. Hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Temperatur und das natürlich noch ja, unter solchen Bedingungen. Ihr auch George Russell, das ist echt nicht ohne. Und man darf halt nicht vergessen, das sind ähnliche, sagen wir mal, Verhältnisse wie in Katar. Und da hat man letzte Season ja diese Sprints eingeführt, also diese kurzen Rennen auch eher. Also denen geht es allen nicht mehr besonders. Und dann noch diese Unebenheiten, das ist halt echt nicht gerade, das ist nicht umsonst der härteste Start-Grand Prix. Hier sehen wir uns noch einmal das Final Classement an und wir beginnen natürlich ganz unten mit der Bewertung noch. Alex Albon, was soll ich euch sagen? Der Mann hat ein gutes Qualifying gehabt, ein außerordentlich gutes, ist natürlich DNF gegangen, deswegen gibt es auch keine Note. Auf dem letzten Platz P19 war dann Kevin Magnussen, für mich bekommt er eine 5. Fahrerisch eine einzige Katastrophe. Natürlich hat er einen Haas, aber wenn ich mir angucke, wo Nico Hülkenberg gelandet ist und wo er gelandet ist, blöde Fehler, unnötige, riskante Überholversuche oder Fights, das gefällt mir gar nicht. Daniel Ricciardo, natürlich, wenn wir jetzt mal den 8 weglassen, dass er sich da ja, die schnellste Rennrunde geholt hat, war es jetzt kein überragendes Rennen von ihm. Deswegen eine gut gemeinte 3. Pierre Gasly, unauffällig, kaum in Fights verwickelt, eher hinten nach auch eine 4, würde ich fast sagen, Valtteri Bottas. Ja, Joe hat ihn da überholt, aber ich würde beiden eine 3 geben, weil Kick Sauber ist halt wirklich aktuell einfach die größte Scheißkarre im Grid, würde ich fast sagen. Also da kannst du auch nicht viel machen. Esteban Ocon auf 13, tolle Leistung, hat es auch Gasly wieder mal gegeben. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das nur mehr für sein Ego ist, weil er ist eigentlich, glaube ich, fertig mit dem Team, eine 3. Yuki Tsunoda, 12. Platz, tolle Leistung, leider die Punkte nicht mitnehmen können, hat aber Ricciardo ordentlich, ja, hat es eigentlich sehr gut gemacht, eine 2. Cola Pinto, natürlich war die Divebomb jetzt nicht cool von ihm, aber an und für sich hat er ja wirklich auch ein tolles Wochenende gehabt. Ich hätte es ihm gönnt, wenn die Punkte drin gewesen wären, so bekommt er eine 2. Perez eine 4, also ich glaube, da wäre mehr gegangen. Gerade gegen Nico Hülkenberg muss man sich eigentlich durchsetzen. Also mit dem 8. Platz hätte ich auf jeden Fall gerechnet, wenn ich er gewesen wäre. Gerade ich habe im Start gesehen, da war ja schon 11. Also ein, zwei Plätze, Bro, nicht mal die waren drin. Das ist dann echt eher Moh. Nico Hülkenberg, wenn man vom Teufel spricht, eine 1 tatsächlich. Auch wenn er den Platz da vorne nicht halten hat können, muss man sagen, es war ein tolles, tolles Rennen von ihm. Hat da den Red Bull hinten gehalten, der gestern, oder sagen wir mal am Rennsonntag, zweite Kraft meiner Meinung nach war. Tolle Leistung. Alonso auch eine 1, weil, ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist das Maximum vom Aston. Dann haben wir Carlos Sainz eine 3. Ich meine, das Qualifying natürlich, der Crash kann jedem passieren, aber auch im Rennen. Ich glaube, er hätte Hamilton noch holen können, weil seine Reifen tatsächlich auch eine Welt frischer waren. Charles Leclerc, ein bisschen enttäuscht, dass er Russell nicht knacken konnte. Aber wie er halt bei Russell angekommen war, waren halt auch seine Reifen nicht mehr die neuesten. Deswegen sagen wir mal eine gut gemeinte 2. Russell über den Verhältnissen gut gefahren. Der Mercedes war wirklich nicht das beste Auto an diesem Wochenende.
Und er hat es auch gezeigt, dass da nicht mehr viel drin war. Eine 1. Oscar Piastri, Fehler frei, abgedrängt am Start von Russell, musste sich da wieder an Hülkenberg vorbeikämpfen, dann später mit einer längeren Strategie die Reifen fast geflüstert. Eine 1 plus Max Verstappen, natürlich klar der 1. Ich meine, wo das Auto noch letzte Woche gestanden ist und wo es jetzt ist, man muss sagen, das sind Welten. Und Lando Norris, auch trotz des kleinen Ausrutschers, gebe ich dem eine 1, weil es war ein fehlerfreies Rennen, bis auf diese eine Schocksituation. Was sagt ihr? Ich würde sagen, das sind gute Noten. Dann haben wir hier noch einmal die WM-Stände und die werden interessant, denn es sind 52 Punkte, die ein Max Verstappen jetzt vor Lando Norris ist. Aber es sind auch nur noch 6 Rennen zu gehen, was bedeutet, das könnte jetzt nochmal eine ganz interessante Sache werden. Charles Leclerc kommt auch ein bisschen näher, ist jetzt an Oscar Piastri näher dran gekommen, hat aber auch wieder ein paar Punkte verloren. Man darf jetzt nicht vergessen, es sind nur noch 8 Punkte zwischen Leclerc und Piastri. Jeder Fehler könnte hier ja der dritte Weltmeisterschaftsplatz kosten. Etwas abgeschlagen ist dann Carlos Sainz auf 5. Lewis ist vor Russell, aber auch das ist eng beieinander. Perez jetzt schon nur noch 8 in der Konstrukteurs-WM. Und wenn man sich anguckt, wie viele Punkte Perez in den letzten, sagen wir mal, 8 Rennen geholt hat und wie viele Verstappen, dann weißt du auf jeden Fall, an wem der Verlust der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft am Schluss dann liegen wird. Denn es ist ganz klar Perez schuld. Hülkenberg ist jetzt in die Top 10 aufgestiegen mit seinen 24 Punkten, konnte er Lance Stroll überholen und Alonso einsam in dieser Einöde hier. Der ist tatsächlich hier 20 Punkte oder 40 Punkte vor Hülkenberg, aber auch wiederum doppelt so viele hinter Perez. Also der ist in einer eher, sagen wir mal, interessanten Position. Hier haben wir die Konstrukteurs-WM und McLaren konnte die weiter ausbauen, 516 Punkte und jetzt sind es nur, oder jetzt sind es halt schon 51 Punkte, die man da hinten ist und das ist, nein, 41, jetzt die man da hinten ist und das tut dann schon ein bisschen weh. Nein, es sind, was rede ich denn da ein bisschen? So, Nico Hülkenberg, Ferrari ist aber auch knapp dran an Red Bull. Also man, selbst wenn die noch ein bisschen besser arbeiten und die waren ja wieder beide vor Perez, also der Perez könnte jetzt wirklich das Zündlein an der Waage sein, dass man nicht nur die Konstrukteursweltmeisterschaft gegen McLaren verliert, sondern ebenfalls noch den zweiten Platz gegen die Ferraris verliert. Mercedes ist abgeschlagen, die haben keine Chance mehr. Aber man darf wirklich diese Ferrari nicht außer Acht lassen. Es sind nur 34 Punkte und ich bin mir sicher, das wird nochmal eine enge Sache werden. Gerade auf so Strecken, wo Perez Probleme hatte, Katar angesprochen. Letztes Jahr ein Totalausfall von Perez. Vielleicht könnte es besser werden, aber wenn man sich die aktuelle Leistung von Perez anguckt, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Jetzt gucken wir uns dann noch einmal das an. Kiekshauber, das einzige Team, das noch keine Punkte hat. Das Williams-Team ganz knapp im Fight mit den Alpine-Jungs und die Racing Bulls ganz knapp im Fight mit den Haas. Das könnte nochmal interessant werden, wer sich von diesen beiden Teams den 6. und den 8. Platz sichert. Als Martin hier wieder einsam im Land, muss man sagen. 5. Platz, komfortabel 40 Punkte oder 50 Punkte vor Racing Bulls, aber wiederum fast 250 Punkte hinter Mercedes und auch hier ist man quasi 5. Kraft und kann man auch nicht mehr viel machen. Interessant war es auf jeden Fall, ein tolles Rennen und ich hoffe, euch hat es gefallen. Macht das Plus weg. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst einen Daumen und dann schaut auch gerne auf Instagram und vor allem auch auf TikTok vorbei. Links war alle unten in der Bio und vor allem, hier geht es jetzt wieder in eine Sommer-Herbstpause rein, denn wir haben das nächste Rennen gerade mal am 20. Oktober. Also bis dahin,